Vertreter von Missbrauchsopfern sind schwer enttäuscht über den Papstbesuch in Deutschland. Benedikt XVI. Hatte sich während seines Aufenthaltes in seiner Heimat zwar mit Missbrauchsopfern getroffen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Opferinitiativen werfen der Kirche vor, nicht ernsthaft an einem Dialog interessiert zu sein. Das Netzwerk Betroffener von sexualisierter Gewalt sprach von scheinheiligem Getue. Der Vorstandsvorsitzende Norbert Deneff aus Scharbeutz sagte zur RSH: Der Papst hat sich ja wieder mit Missbrauchsopfern getroffen, heimlich wieder mal. Da sagen wir, das ist nichts weiter als vertuschen, verleugnen und verschweigen, wie das in den letzten Jahrzehnten auch gewesen ist. Und wir fordern die Aufhebung der Verjährungsfristen, und zwar rückwirkend, und auch die Öffnung der Aktenarchivlage im Vatikan, damit aufgeklärt und aufgearbeitet werden kann.